Hallo und herzlich willkommen zu Painting at Home. Heute werden wir dieses Bild mit den Flamingos malen und dazu haben wir euch die folgenden Sachen zugeschickt. Und zwar die Tuben mit der Farbe, dann 5 Pinsel und dann von dem Pinsel werde ich euch dann immer sagen, welche Größe wir benutzen. 2 von den Papiertüchern und 2 von den Tellern. Und natürlich noch den Leinwand, den wir schon vorgezeichnet haben für euch. Was ihr zu Hause braucht, ist entweder ein Staffelei oder ihr könnt auch euren Tisch benutzen. Und wir haben das Ganze in Plastik eingewickelt, damit ihr auch was für die Abdeckung habt. Dann könnt ihr auch ruhig Spielkleidung anziehen, weil Acryl kommt aus den Kleidung sehr schwer raus. Und wenn es noch nicht getrocknet ist, dann könnt ihr es auswaschen mit heißem Wasser. Aber wartet bitte nicht, bis das Ganze trocknet, weil ansonsten könnt ihr das nicht aus der Kleidung waschen. Oder ihr könnt auch eine Schürze anziehen. Und was ihr noch braucht, ist ein Behälter mit Wasser. Und das ist eigentlich alles. Erstmal werde ich euch zeigen, wie man die kleinen Tuben aufgehen. Und zwar hier auf einer Seite könnt ihr es nach oben und auf der anderen nach unten ziehen und dann könnt ihr es aufkriegen. Wenn ihr das Bild nicht auf einmal malt, dann bitte macht die kleinen Tuben einfach zu, bis die klappen. Und dann könnt ihr die Farben 2 Wochen lang noch benutzen. Und jetzt könnt ihr ruhig alle Farben aufmachen. Wo ihr 2 davon habt, könnt ihr ruhig 1 aufmachen von den beiden, weil Acryl ist relativ schnell trocken und das ist dann nicht so praktisch. Wir werden erstmal unseren 14er flache Pinsel benutzen und zwar ist es das hier, der oben flach ist. Die Nummer findet ihr auch auf dem Pinsel. Und den könnt ihr schon mal in euren Wasser eintunken. Und dann erstmal ganz viel von dem Schwarz einfach auf euren Teller tun, circa so. Wir werden erstmal mit dem Hintergrund beginnen und den unteren Teil. Ihr könnt auch euren Bild irgendwo hinstellen, wo ihr es gut sehen könnt. Und zwar werden wir erst überall die dunklen Farben auf dem Leinwand draufmalen und dann werden wir die helleren Teile bemalen. Und zwar können wir erst dann mit unserem Schwarz beginnen. Und zwar, wie ihr seht, hier oben auf der rechten Seite fängt es an mit den dunklen Farben. Ihr könnt auch ruhig mit einem Filzstift euren Flamingos ein bisschen dicker, so die Linien nochmal damit nachmalen. Und dann könnt ihr ruhig im Hintergrund mit Schwarz und mit den anderen Farben dann weiterarbeiten. Wir werden hier immer von oben nach unten unser Pinsel bewegen. Ihr könnt auch ruhig die Seiten bemalen. Und wenn ich zu schnell bin, dann haltet das Video einfach an. Und dann könnt ihr in eurem eigenen Tempo arbeiten. Ihr könnt ruhig alles ganz dick mit Schwarz bemalen. Und die Flamingos lasst ihr bitte aus. Aber wenn ihr ein paar Kleckse innen drin habt, ist auch kein Problem. Ich werde euch dann zeigen, wie man die gut verdeckt mit der pinken Farbe. Ihr könnt ruhig dann die Farbe einfach in die innere reinbringen. Und achtet darauf, dass dann nichts von den Leinwand sichtbar wird. Also keine weiße Tupfen da übrig sind von dem Hintergrund.
Wenn euer Farbe schwer zu verarbeiten ist, dann ein bisschen euren Pinsel anfeuchten und dann nochmal in euer Farbe reintun. Es ist sehr schwer, mit trockener Farbe zu arbeiten. Wenn ihr hinter, also in diesen kleineren Stellen seid, könnt ihr auch den kleineren, den 10er flachen Pinsel benutzen. Ich werde hier die Füße auch bemalen, weil das werden wir eben mit einer helleren Farbe dann am Ende nachziehen. Das Wichtige ist, dass euer Flamingo da noch sichtbar ist. Die Füße sind eigentlich egal. Das können wir dann sehen, wo die hingehören. Ich werde hier überall die Flamingo-Füße bemalen. Aber am Ende kann ich euch dann zeigen, wie ihr die richtige Stelle findet, wo ihr es hinmalen könnt. Wie gesagt, bei solchen kleineren Stellen könnt ihr den anderen flachen Pinsel nehmen, die 10er. Oder ihr könnt auch euren 6er Pinsel nehmen, der hier. Mit dem kann man auch ganz gut so ganz dünne Sachen, ganz kleine Stellen ausfüllen. Aber achtet darauf, dass da immer, also nicht zu viel Farbe drauf ist. Ansonsten einfach am Tellerrand abziehen. Das hier ist leider nicht der spannendste Teil von den ganzen, aber das muss ja auch gemacht werden. Ich habe jetzt ganz viel Wasser dazu getan und das wird dann im Endeffekt ein bisschen grauer, wenn es trocknet. Aber es ist ja auch kein Problem, weil danach kann ich nochmal mit einer Schicht Schwarz nochmal drauf gehen mit der Farbe. Hier oben müsst ihr da nicht so viel Schwarz hin tun. Also ihr könnt die Linien circa folgen oder ein bisschen so verwaschen hier oben. Das könnt ihr dann so machen, dass ihr ein bisschen euren Pinsel anfeuchtet und die Farbe nach oben zieht. Weil da werden wir mit dem Gelb dann nochmal
eine Schicht aufmalen. Flamingos sind auch sehr interessante Wesen. Ich habe einmal gesehen, dass die Kleinen, die Babyflamingos, kriegen ihre Farben von den Eltern. Und zwar erst, wo die geboren sind, haben die so weiße Federn. Und dann die Mama füttert sie. Ich glaube, die Mama, oder vielleicht... Nee, die Mama füttert sie mit, was das aussieht, als wäre das Blut und es kommt von den Schnabel raus. Sieht ein bisschen interessant aus und ein kleines bisschen eklig, aber die füttert sie und dann kriegen die Kleinen diesen pinken Effekt in den Federn und die Mama bleicht immer mehr aus. Das ist dann sehr interessant, wie die Farben bekommen, die Kleinen. Ihr könnt ruhig hier auf der linken Seite, und da braucht ihr nicht ganz nach oben zu gehen wieder, sondern nur so die Seiten und ganz oben die oberen Stellen einfach mit mehr Schwarz anmalen hier. Da kommt noch ein bisschen Blau und Pink und alles Mögliche noch drauf. So ungefähr. Und hier unter den Horizont, da könnt ihr ein bisschen Schwarz hinmalen. Und an dieser Stelle können wir auch von unserem Dunkelblau so einen riesen Klecks auf unseren Teller tun. Und ich mache mir auch noch ein bisschen Schwarz drauf. Weil die beiden könnt ihr auch entweder hier zusammen mischen oder einfach auf dem Leinwand. Weil wo der unser rechter Flamingo oder linker Flamingo ist, da könnt ihr, wo der Schnabel anfängt oder der Nacken fast im Wasser ist, da könnt ihr schon mal mit dunkelblau und schwarz die Stelle anmalen und immer horizontal, weil unten ist schon Wasser. Und hinter seinen Kopf da auch ein bisschen mehr von dem Schwarz. Ruhig wieder ganz dick auftragen.
hier im Wasser am rechten Seite, da haben wir auch ganz, ganz viele dunkle Farben als erstes. Und da können wir hier auch wieder unseren Schwarz nochmal drauf tun. Und dann gehen wir über ins Dunkelblaue. Aber wenn ihr sagt, oh ja, das ist mir zu dunkel hier, könnt ihr dann mehr von den Dunkelblau nehmen und mit denen einfach so weitermachen. Schwarz muss auf jeden Fall in den unteren Teilen drauf getan werden, weil das Wasser reflektiert auch, was da im Hintergrund ist. Da haben wir ganz viel Schwarz. Tue ich mehr von dem Blau in den Ganzen rein. Es ist kein Problem, wenn die Farben sich vermischen. Und zwar, ihr könnt dann auch sehen, wenn ihr nicht so viel oder nicht so dick das Schwarze drauf tut, das wird dann sehr grau einfach sich antrocknen. Und wenn ihr das nicht so schön findet, dann einfach mehr Schwarz nach dem Trocknen auftragen. Wir werden danach im Nachhinein, wenn das Ganze trocknet, natürlich noch mit den helleren Farben, was ihr auch dem Original seht, dann nochmal auf unsere schwarze Fläche nochmal drauf. Und wir kommen mit dieser dunkleren Stellen fast an unser Grenzen da an. Das ist circa, wo unser letzter steht. Circa fast sollte da eigentlich zu Ende sein und in so einen Halbkreis einfach kommen. Und da können wir schon unseren Hellblau circa so viel auf unseren Teller legen. Und mit denen können wir dann alles nochmal zusammenmischen. Also so. Solange die Farben noch nicht getrocknet sind, könnt ihr die sehr gut zusammenmischen und zusammenwaschen. Und mit dieser Blau könnt ihr bis zum Horizont so hochkommen. Und zwar, wir können hier auch auf der anderen Seite noch ein bisschen Blau auftragen.
einfach ein bisschen mehr Wasser nehmen und dieses Blau einfach mit mehr Wasser so verteilen. Und zwar werden wir hier nochmal, wenn das Ganze trocknet, mit ein bisschen Gelb und Weiß noch diesen wasserfallhaftigen Effekt noch drauf tun. Ihr könnt ruhig diese blauen Farben noch mit mehr Wasser verdünnen. Und dann haben wir einen helleren Blau hier. Wenn ihr noch ein paar Stellen seht, oh, ich habe hier ganz viele Pinselstriche. Das könnt ihr auch ruhig noch, wenn ihr ganz dick gearbeitet habt, noch verteilen. Und dann, wenn wir das schon haben, können wir auch uns ein kleines bisschen von unserem Grün auf den Teller machen. Und zwar mit denen werden wir hier ein paar Striche hier und da ziehen. Und zwar hier unten am Wasser. Hier unter unserem mittleren Flamingo könnt ihr da auch. Meins ist noch nicht getrocknet, also vielleicht müsste ich noch ein bisschen warten damit. Und zwar können wir dann das noch hier oben weitermachen. Das Ganze trocknet. Ja. Ihr könnt auch ein paar Striche hier ziehen. Diese grünen Teile müssen ja nicht sehr hell sein, also lasst es ruhig ein bisschen in den Schwarz rein und dann werden die nur ein bisschen sichtbar sein. Ihr könnt hier ein paar solche Striche ziehen hier oben, weil wie gesagt, wir werden hier ganz viele Farben aufeinander drauf packen. Unten können wir auch ein paar Striche so hin und her machen und hier oben. Das wird dann alles zusammenkommen, wenn wir überall unseren Weiß integriert haben. Wenn ihr das habt, könnt ihr auch ruhig einen großen Klecks von den Gelb nehmen. Mit diesem Gelb machen wir dasselbe. Also hier oben ein paar Striche ziehen. Ihr müsst nicht ganz nach unten gehen. Du bist nach unten gehen, weil das reicht dann hier oben. Wir werden im Nachhinein diese Farben noch mal ganz gut miteinander vermischen. Und zwar könnt ihr hier schon mal ganz viel von dem Weiß nehmen erstmal. Und das könnt ihr auch ganz ruhig mit einem Teil von dem Gelb mischen. Und mit dem könnt ihr von oben alles bemalen. Natürlich brauchen wir dafür, dass alles hier oben schon getrocknet ist. Meine ich jetzt erst den Schwarz, der im Hintergrund ist. Aber wenn es auf das erste Mal nicht gut deckt, macht euch da keine Sorgen, weil diese Farben müssen mehrmals drauf. Also da müssen wir mit Schichten arbeiten.
können auch uns ein bisschen von den Pink Magenta auf unseren Teller tun. Und da können wir hier auch ein paar Striche ziehen. Dann können wir die mit diesem Gelb, was wir schon haben, auch gerne vermischen. Aber nur auf dem Leinwand. Ihr müsst da nicht auf euren Teller was ausmischen. Also Gelb und Weiß. Und mit denen alles gut verbinden. Dürfte auch hier oben noch ein paar Striche von den Weiß und den Gelb machen. Und hier auch. Da haben wir auch ein bisschen mehr von dem Blau. Also könnt ihr auch ruhig Blau noch dazu machen. Ihr könnt hier auch Farben nehmen, die ihr gerne möchtet. Also wenn ihr kein Pink da rein tun möchtet, braucht ihr das nicht zu machen. Oder wenn ihr das Ganze mehr in den gelbe Richtung malen möchtet, das ist dann auch absolut okay. Könnt da eure eigene Interpretation davon machen. Wenn ihr damit zufrieden seid, da könnt ihr ruhig dann noch ein bisschen von dem Blau euch nehmen, von dem Hellblau. Und ihr könnt es mit mehr von dem Weiß zusammenmischen. Dann können wir hier unten das Wasser damit bemalen. Wenn es zu dunkel ist, macht euch da auch keine Sorgen, weil können wir mit Weiß noch mal drüber, wenn das Ganze trocken ist. Oder ihr könnt als nächstes auch nur Weiß nehmen und den verteilen. Das Wichtige ist hier auch, dass ihr alles bedeckt, also damit solche Sachen wie hier nicht zu sehen sind. Und dieses Weiß könnt ihr ruhig wieder in diese mittlere Richtung hier drauf malen, und zwar wo unser linker Flamingo ist, circa bis dahin. Und dann zeige ich euch, wie man diese Effekte machen kann im Wasser im Nachhinein. Ihr könnt auch von euren Türkis ein bisschen auf euren Teller tun. So. Wir können hier auch ein paar Stellen damit anmalen. Hier muss jetzt alles erst trocknen und dann können wir noch mal mit Weiß da das Wasser mehr bearbeiten. Mit Türkis könnt ihr auch ruhig ein bisschen Weiß vermischen, damit es heller wird, und mit denen einfach
hier unter unserem mittleren Kerlchen hier ein bisschen Türkis nehmen. Ihr könnt auch ein bisschen Blau nehmen oder dieses hellblaue und die verarbeiten. Ich zeige euch, wie man die Farben hier zusammenmischen kann. Ihr könnt hier unten auch einen Klecks machen. Wäscht euren Pinsel aus, ganz gründlich. Und dann habt ihr dieses Papiertuch. Und da könnt ihr euren Pinsel ein bisschen abtrocknen. Und dann mit dem trockenen Pinsel könnt ihr die Farben zusammenmischen. Wenn ihr es so auf der, also die dickere Seite benutzt, also nicht so, sondern so, dann könnt ihr das Ganze besser verwaschen. Aber wenn ihr sagt, oh, ich möchte es nicht so, dass die Farben dunkler werden, dann könnt ihr ruhig ein bisschen dicker arbeiten oder warten, bis dieser Schicht gut getrocknet ist und nochmal drüber gehen. Mit noch mehr Farbe. Wenn ihr fühlt, oh mein, das Pinsel ist so trocken, ich kann meine Farbe nicht mehr damit bearbeiten, dann ein kleines bisschen mehr von dem Wasser drauf tun, aber auch wieder ganz gut abtrocknen. Ihr könnt hier auch ein paar solche Striche mit Pink machen. Mit unserem Magenta. Und ein paar Stellen, die gelb sind. Auf unser Original haben wir das auch. Aber dafür braucht ihr einen sauberen Pinsel. Hier könnt ihr auch entweder ganz dick arbeiten und ein paar Tupfen drauf lassen. Aber weil mein Blau noch nicht getrocknet ist, wird es ein bisschen grüner. Aber ihr könnt auch ein bisschen warten, bis euer unterer Teil fertig ist mit dem Trocknen. Ja, und dann so in der Art. Was wir jetzt auch machen können, ist einfach noch unserem Wasserfall mehr lebhafter zu machen. Und zwar könnt ihr das so, dass ihr ganz viel von dem Weiß und ein bisschen von entweder Blau oder ein bisschen Gelb nehmt. Aber ihr könnt auch beides benutzen und solche Linien ziehen. Und zwar könnt ihr ruhig ganz viel Farbe an euren Pinsel haben, aber nicht auf die Seiten, sondern an die Spitzen. Und das könnt ihr auch mit den Fingern so ein bisschen verwaschen hier unten, dass das so ein wie ein Wasserfall wird. Braucht nicht viel zu machen, nur ein kleines Stück und dann habt ihr so eine interessante Fläche. Unten könnt ihr hier mehr im Weiß hintupfen und es wird dann auch wie ein bisschen, wenn das Wasser sich an der Fläche wieder zurückklatscht. Und wenn ihr das habt, können wir dann auch viel mehr von dem Weiß hier ins Wasser verteilen, weil in dieser Zeit müsste auf jeden Fall
euer Blau schon getrocknet sein. Und hier könnt ihr auch ganz ruhig noch zu eurem Weiß und Blau auch ein bisschen Gelb nehmen. Und zwar könnt ihr die hier auf die Seiten ein bisschen verteilen. Ich werde noch mehr Weiß hier benutzen. Wie schon vorher gesagt, einfach bisschen mehr Wasser zu euren Acryl tun und dann ist es einfacher, die Farbe zu benutzen. Diesen unteren Teil auf jeden Fall sehr, sehr hell machen. Könnt ihr auch ein bisschen mehr von den Türkis und den Weiß zusammenmischen unter den Flamingo und mehr von den Hellblau. So in der Art. Unter unserem mittleren Flamingo könnt ihr auch ein bisschen mehr von den Hellblau oder den Türkis benutzen. Wenn eure Farben sehr dunkel geworden sind. Noch schauen, was für Farben wir hier ganz an der Seite haben. Da sind noch auch welche. Und zwar, da haben wir noch mehr von den Grün. Also ein paar Tupfen Grün könnt ihr auch hier ins Wasser stellen. Und von den Türkis auch ein paar Tupfen. Und die könnt ihr auch ganz ruhig mit einem ausgewaschenen und abgetrockneten Pinsel verteilen. Also gut verwaschen, wie es geht, damit die Kanten nicht zu sehen sind von den Ganzen, weil dann sieht das ein bisschen anders als Wasser aus. Ihr könnt auch schon euren anderen Kanten auch ein bisschen am Ende auch noch nach noch mal ein bisschen verweichen. Und zwar, wenn ihr noch ein bisschen mit entweder Weiß oder Blau, oder es hängt davon ab, wo ihr seid auf dem Bild, werde ich hier ein bisschen mehr von dem Blau nehmen. Dieses Weiß war nicht so eine gute Idee. Und dann Pinsel auswaschen, abtrocknen und dann kann es gut zusammen fließen. Oder ihr könnt auch umgekehrt arbeiten und ein bisschen von dem Schwarz da nehmen
und mit Schwarz ein bisschen zurück mit dem dunkleren Teilen arbeiten. So in der Art. So, wenn ihr zu viel helle Sachen gemacht habt, könnt ihr es ruhig ein bisschen noch damit zurückholen. Oder wenn ihr eine Farbe nicht so gerne habt oder es irgendwo anders machen möchtet, dann könnt ihr es ruhig mit Schwarz bemalen dann oder so ein paar Kleckse so machen und dann zusammen mischen mit was ihr schon habt. Ja, und wenn ihr damit fertig seid oder zufrieden seid, dann können wir die Flamingos anfangen. Und zwar können wir mit denen hier anfangen, erstmal. Dafür brauchen wir unser Magenta. Und ruhig noch, ups, ich hatte noch Schwarz drauf. So ein bisschen Magenta, Weiß und Gelb werden wir dazu brauchen. Und dann können wir ruhig ein bisschen eine Mischung von dem Magenta und dem Weiß machen und oben an seinem Rücken hat er dunklere Farben und wir können auch unseren Orange benutzen natürlich. Also ihr könnt auch ruhig Magenta oder Orange nehmen und einen Mix davon machen, wenn ihr möchtet und mit den könnt ihr auch ruhig den ganzen Körper bemalen erstmal. Dann können wir dann hellere und dunklere Farben drauf tun. Wir können auch ein bisschen von den Weiß reinmischen. Dann noch dicker auftragen. Oder ihr könnt auch gleich mit Weiß drauf. Hier unten hat sie ja auch hellere Federn. Macht ihr euch keine Sorgen, wenn ihr da ein bisschen Schwarz drin habt, wie ich auch. Das geht auch dann weg, wenn unser erster Teil hier alles gut mit Farbe bedeckt ist. Und dann warten wir ein bisschen, bis das Ganze trocknet. Und dann gehen wir nochmal mit den Farben drauf. So Orange oder Magenta. Ihr könnt auch beides benutzen. Oder ihr könnt auch nur Magenta benutzen und dann Weiß dazu mischen. Und bei den Nacken und Nacken, Hals. Bei dem Hals werde ich noch ein bisschen mehr Magenta nehmen und die innere Seite damit bemalen. Der hat da auch ein bisschen so schwarze Konturen drin. Bisschen schwarz hinter den oder über seinen Rücken. Und hier oben die untere Seite einfach mit ein bisschen. Ihr könnt auch bisschen Magenta nehmen und mit Schwarz so zusammen mischen und dann kriegt ihr so einen sehr dunklen Burgundi vielleicht, was daraus wird und das könnt ihr auch ruhig
an den äußeren Seiten so noch drauf führen. Sein Schnabel ist natürlich weiß und schwarz. Da können wir auch ganz gerne mit erst weiß drauf. Und wo die diesen Knick haben, von da an wird es schwarz. Also wir können auch ein bisschen so einen grauen, also ein bisschen schwarz mit mehr weiß zusammenmischen. Und dann kriegt ihr so ein Grau, weil dann kann man sehen, wo die Schnabel sind, weil ansonsten wird das Ganze mit dem Hintergrund zusammenfließen. Das ist dann nicht so schön am Endeffekt. Und dann mit Schwarz einfach den Mundwinkel hier reinmalen. Das könnt ihr dann ganz, ganz dünn machen. Ihr könnt da ruhig euren Pinsel so an den Tellerrand abziehen und dann so drauf malen. Und ihr könnt, wenn ihr wollt, auch dann die Augen drauf malen, aber das tue ich nicht, weil die sind nicht so sichtbar hier. So, wenn ihr fühlt, dass okay, hier ist es vielleicht noch. Nein, meins ist noch nicht getrocknet, aber ich werde da noch ein bisschen Farben reinbringen. Aber lassen wir erstmal, wenn ihr eine Schicht habt, die ihr noch bearbeiten möchtet, dann auf jeden Fall warten, bis das trocknet und dann nochmal drüber. So, jetzt gehen wir so lange in die mittlere rein. Der hat ein bisschen mehr auch von den Orange in seinen Federn und das ist dann hier von innen nach außen. Er hat da Federn oder sie, ich weiß nicht, wie die Männchen und Weibchen da voneinander abscheiden. Aber Orange innen drin und Magenta. Und dann in der Mitte ist es weiß und also dieses Weiß-Magenta könnt ihr auch so zusammenmischen. Oder ihr könnt auch ruhig mit Weiß so reingehen. Und dieses hintere Teil ist Magenta und Weiß. Könnt auch ruhig mit purem Magenta so rein ein paar Striche so ziehen und dann werden die wirklich wie Federn. Also ruhig dicker arbeiten und mit euren Zehnerpinsel, wenn ihr kleiner möchtet, oder ihr könnt auch mit dem Sechserpinsel arbeiten, aber das dauert dann viel länger. Ich finde das ein bisschen besser eigentlich. So, und bei dem Teil, der ein bisschen hier zum Hals näher ist, könnt ihr ein bisschen auch wieder ein klitzekleines Stück von den Schwarz dazu mischen, zu euren Magenta und Orange. Und hier ein paar Striche machen. Die müssen nicht so stark sein, nur dass es sichtbar ist, dass die dass das mehr nach innen geht. Und bei seinem Hals können wir da auch hier dunkel machen. Und oben ist es mehr so orange-pink wieder. So können wir den den orange-pink bemalen. Wie gesagt, könnt ihr entscheiden, welchen ihr als dominante Farbe anwenden möchtet.
Also innen drin, der Hals ist ein bisschen mehr dieses Magenta. Könnt ihr da ein bisschen dunkler machen? Und oben ist heller. Sein Kopf ist da mehr, ein bisschen mehr weiß, so ein Tupfen weiß drauf tun. Und hier wieder die Schnabel, da könnt ihr auch ein bisschen Pink reintun oder wieder ganz weiß. Und wo dieses Kick in sein Schnabel ist, da wieder ein bisschen von den Grau ausmischen. Also weiß mit ein klein bisschen Schwarz. Und dann könnt ihr hier wie auf dem Originalbild einfach so fast wie ein Dreieck machen. Und wenn ihr ein paar Stellen habt, wo das Hintergrund noch ein bisschen sichtbar ist, könnt ihr ruhig ein paar kleinere Stellen mit Schwarz nacharbeiten. So, und das wäre dann das hier. Wir werden da auch die Füße dann machen. Am Ende. Das ist noch immer nicht gut getrocknet. Also gehe ich noch mal in die zwei anderen rein. Und zwar können wir hier auch dasselbe machen. Dieses Orange-Pink. Orange-Pink. Ja. Und der hat hier mehr im vorderen einen Orange-Pinken. Farbe. Und hier können wir auch schon mal ein bisschen von den Gelb reintun. Können es ganz ruhig so reinwaschen. Und nur diese untere Seite davon bemalen. Und unten haben wir auch ein paar pinke Töne. Wir können hier wieder mit Weiß und ein bisschen Pink so das obere Teil von unserem Flamingo anmalen. Macht euch keine Sorgen, wenn hier die Federn einfach nicht so sind, wie ihr möchtet oder nicht so genau so schön werden, weil da habe ich auch noch einen Trick, was ich euch dann gleich zeigen werde, wenn alle gut getrocknet sind. So, und hier unten könnt ihr, wo der Bein anfängt, auch ein bisschen weiß reintun. So, sein Hals ist wieder so dunkler. So könnt ihr auch ruhig nur pures Pink benutzen. Oder ein bisschen Schwarz dazu in den inneren Seiten. Und da in den Kopf einfach wie bei den anderen zwei. Wieder ein bisschen von den Grau zusammenmischen. Sein Schnabel. Und in den Kopf dieses weiße. Vielleicht auch noch ein bisschen Magenta.
Wenn es nicht hell genug ist, dann auf jeden Fall mal warten und nochmal mit Weiß anmalen. Und hier habe ich auch einen Teil, der wieder fehlt. Das kann ich dann auch mit Schwarz korrigieren. Dann können wir noch mit unserem Schwarz das Mundwinkel hier, so ein Schnabelwinkel, keine Ahnung, wie man das sagt, so reinmalen. Und dann unser letzter Kandidat für heute. Er hat ja innen drin, also vorne, das dunkles Magenta Orange hier vorne. Könnt auch ruhig Magenta pur nehmen und so ein paar Striche nach hinten ziehen. Dann ein bisschen Orange und dann Gelb am Ende. Und dann haben wir noch ein Teil, der weiß ist, aber auch ein bisschen Farbe drin hat, und zwar Weiß und Gelb. Ihr könnt die auch ein bisschen zusammenmischen. So in der Art. Ihr könnt auch wieder ein bisschen warten, bis das Ganze trocknet. Und dann nochmal wieder reingehen. Sein Hals ist ja auch mehr Orange hier. Und oben ein bisschen heller mit Weiß. Sein Schnabel wieder weiß und grau. Dann könnt ihr wieder mit Schwarz so einen kleinen Strich hier ziehen. So, und wie versprochen, ich zeige euch dann auf, wie ihr hier die Federn schöner machen könnt. Und zwar nehmt euch noch Schwarz auf euren Teller und mit dem 6er-Pinsel könnt ihr hier noch mit Schwarz solche Linien reinziehen. Und zwar könnt ihr da die Form einfach besser so sichtbar zu machen.
So, bei ihm möchte ich noch ein bisschen heller in den Vordergrund machen. Also werde ich noch hier mit Weiß nochmal drauf und ein bisschen Gelb mache ich hier auch oben hin. Das habe ich vorher gemeint, wenn ihr wartet und ein bisschen mehr Geduld habt, da könnt ihr mehrmals an einer Stelle die Farben noch heller machen. So, wenn wir da fertig sind, können wir ihm mal einen Fuß machen. Und zwar entweder mit euren Sechserpinsel oder ich benutze hier den Zehner flachen Pinsel. Und da mache ich einen Mix von den Magenta und den Weiß und ziehe meinen Pinsel so an den Rand ab. Und mit dem dünneren Teil werde ich so eine Linie ziehen, einfach bis ein bisschen mehr runter als mein Horizont ist. Bei den nächsten mache ich das auch. Und zwar bis hier, wo es schon im Wasser ist. Und dann lasse ich ein kleines bisschen hier raus und werde noch so eine Linie ziehen. Das ist dann die Spiegelung von seiner Fuß. Und hier ist auch noch ein Fuß. Und zwar, ihr könnt eine Linie ziehen und dann eine Linie nach hinten. Da ist auch nicht mehr am Original. Dann bei den nächsten auch wieder die Linie so runter und dann hier auch noch eine Linie und sein hinterer Fuß ist irgendwie so, also eine Linie und dann eine Linie nach unten. Wenn das Fuß zu dick wird, könnt ihr das ruhig mit dem, wenn das trocknet, ein bisschen mit wieder mit unserem schwarzes Hintergrund dünner machen. Und bei den hinteren, da sieht man eigentlich auch nicht viel, aber ich denke mir schon, dass sein Fuß irgendwo hier ist, wo der Nacken von den anderen. Hier könnt ihr auch ruhig die Enden von den Füßen ein bisschen heller machen, circa so, weil da sieht man, dass das Wasser die Füße dann trifft. So in der Art. Wenn ihr noch seht, dass oh, ich möchte hier und da noch ein paar Stellen nacharbeiten, zum Beispiel hier, wo die Füße ins Wasser kommen, da könnt ihr ein bisschen dunkleres Blau nehmen und hier unten ein paar Striche machen. So einen dicken Strich hier und nebenan. Und das könnt ihr auch hier bei den anderen machen. So in der Art. Und bei den letzten könnt ihr das auch andeuten. Zum Beispiel so hier. Aber das müsst ihr auch nicht machen, wenn ihr nicht wollt. Ich werde noch hier bei den rechten Flamingo oben noch meinen Kopf ein bisschen heller machen.
so in der Art. Wie gesagt, könnt ihr damit mit den Details auf jeden Fall spielen und noch ein bisschen verfeinern oder dunkler oder heller machen. So. Meins ist für heute fertig. Ich hoffe, dass ihr auch ganz viel Spaß mit diesem Bild hattet und seid auch nächstes Mal dabei. Tschüss!